Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu RimWorld Multiplayer. Hallo. Chris, du hast mich als Vampir bezeichnet, das geht voll gar nicht. Und danach haben wir irgendwas über Rüben gesprochen. Was? Zubereitung von Rüben. Ja. Das ist aber schon länger her. Ja, das geschah vor 1,5 Tagen. Oder so. Jan und Chris teilten ihre Überzeugung über den Zusammenhang zwischen Kryptoschlafkapseln und dem Mitgefühl für die Armen. Wow. Davor haben wir uns über üppige Mahlzeiten und Gürtel unterhalten. Und Chris hat mit Lunex sich davor über Bärte und bitteres Essen unterhalten. Und auch sonst läuft's. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir waren. Wir haben so lange nicht aufgenommen. Ja, aber schau mal auf bei Chris auf die Meinung von den anderen. Oder gegenüber den anderen. Er hat eigentlich eine wahnsinnig gute Meinung von mir und von Lunex. Von Tara ein bisschen, von dir hat er eine richtig miese Meinung. Ja, mich kann er nicht, oder mich kann sie nicht leiden. Ja, und du sie auch nicht. Ja. Aber ich kann dir auch sagen, warum sie mich nicht leiden kann. Das hat da sowas mit einem gewissen... Hat mich beleidigt zweimal. Ja. Wurde verachtet -5, entstellt -15. Ach stimmt, du bist ja, glaube ich, gar nicht so hübsch, ne? Danke. Moment, muss ich gucken. Ich bin verletzt. Ach, deswegen. Oder ist... Ja, du bist verletzt. Wie verletzt bist du? Geht so. Ein bisschen. Okay, lass mal laufen. Ja, was wollten wir jetzt eigentlich machen? Ich habe keine Ahnung mehr. Wir brauchen ganz viel Material, dass wir mal unsere zusätzlichen Wände bauen können. Mhm. Also die Wand hier unten und dann langsam mit einer Killbox beginnen. Weil je größer wir werden, desto höher ist die Chance, dass wir eventuell angegriffen werden. Und hier wollten wir, glaube ich, ein Labor reinmachen. Kann das sein? Ja. Okay. Das heißt... Dass wir den Raum hier mal ein bisschen auseinanderziehen könnten. Das heißt, wir brauchen da drin einen Boden. Ja. So, was haben wir gerade materialseitig da? Solltest du überhaupt... wie viele Sandsteinblöcke haben wir noch? 21. Das reicht wahrscheinlich nicht mal ansatzweise. Aber wir könnten ein paar Sandsteinblöcke machen. Wir brauchen 196. Also müssen wir noch 180 produzieren. Das ist ja kein Ding. Möglich? Huch, das war zu viel. Na komm. 180 Sandsteinblöcke. So. Wir haben eine Skulptur. Ja. Eine gute. Sollen wir die... Haben wir einen sehr unimposanten Raum. Schlafraum gut. Unser Haftsaal ist nur mittelmäßig. Ja, aber der braucht doch nicht unbedingt wunderschön sein. Oder? Der ist halbwegs imposant. In Lunex Raum dürfen wir nichts reinstellen, weil die mag es sonst nicht. Unser Freizeitraum ist sehr imposant. Das ist gut. Mhm. Unsere Krankenstation auch. Unsere Küche ist mittelmäßig. Wer ist unser Koch? Ich weiß es gar nicht mehr. Unser Koch. Chris ist unser Koch. Ja. Wie happy ist Chris? Muss eh erstmal. Chris und Tara waren meine, ne? Und Lunex war deine. Ja. Okay, so. Chris ist zufrieden. Wurde beleidigt. Aber sonst ist eigentlich alles relativ gut. Ich bin ziemlich happy. Tara ist an sich happy, bis auf das, dass er halt ein Pessimist ist. Eine Pessimistin. Es stimmt, sind ja alles Frauen. Ja. Du hast Schmerzen. Da kann ich jetzt im Moment leider nichts gegen tun. Nee, fühlt sich glücklich. Angeblich. Ja, aber starke Schmerzen. -10. Aber du hast so viel Positives, dass das... Hey, du bist gesund. Wee. Wupp, wupp. Jetzt können die wieder vögeln, oder was? Ja. Ganz, ganz genau. Okay, Arbeit. Wer ist denn
Rückstoßlader. Ah. Wir können nun... Ah, stimmt, wir wollten auf Geschütztürme, ne? Mhm. Für eine Killbox. Richtig, also Geschütztürme. Machen wir zuerst Geschütztürme und zuerst Gasdrucklader. Nehmen wir mal zuerst Geschütztürme. Badabom. Okay. Da drüben. Warum ist hier Marmorboden drin? Weil wir es können. Ah nein, ist es nicht. Das sah nur so aus, weil da noch eine Zone drüber war. Tü-tü-tü. Tü-tü-tü-tü-tü-tü. Haben wir keine Sandsteinblöcke mehr in der Nähe? Kann das sein? Dass deswegen nichts geht. Möglich? Möglich. Da drüben haben wir Sandsteinblöcke. Und da auch. Dann mach doch mal... Ja, das auch. Dir ist schon bewusst, dass du alles machst und ich nur zuschaue? Im Moment. Möglich, möglich. Aber im Moment können wir auch nicht so viel tun. Haben wir... Oh. Wie sehen wir essenstechnisch aus? Das ist eingestellt. Wir haben 18 Mahlzeiten. Mir geht es ums Rohmaterial, aber wir haben im Moment noch. Wir haben Mais, wir haben Reis, wir haben Kartoffeln. Ja. Wir haben nur ein bisschen Fleisch, das ist nicht viel. Ja, draußen hat es minus 1 Grad. Tatsache, es ist... wir haben Winter. Ja. Da klemmt's. I see. Du hast eine kreative Eingebung. Ja. Kannst du Kunst? Nee. Ein bisschen. Du kannst dich auch erzwingen, ein Kunstwerk zu machen. Das geht. Ich weiß nicht, mit meinem Kunstskill? Naja, mit der Inspiration ist halt dann... ist es dann deutlich besser. Was habe ich denn für eine Eingebung? Ich bin im Schießrausch. Wow! Wir haben einen Zzt. Ja, wir haben auch einen Pyromanen, oder? Ja. Entschuldigung. Alles gut. Ich wollte nicht auf Pause drücken. Chris und ich sind schon beim Feuerlöschen. Bevor uns alles abfackelt. Sehr gut. Tara war doch... Tara? Der Feuerteufel? Moment. Nee. 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 Lunex. Lunex war das. Lunex war die Pyromane. Ja, unser Strom ist jetzt grenzwertig. Weil unsere Batterien leer sind. Ja. Das passiert durch eine Entladung. Der Raum ist bald fertig, was das angeht. Dann mache ich da gleich noch Stromkabel. Bis dahin. Der Hund spinnt. Das ist jetzt nicht unbedingt irgendwas Neues. Stimmt. Haben wir... Oh, haben wir genug Stahl? Nein, wir haben nicht mehr genug Stahl. Ja, dann müssen wir Stahl machen. Magst du mal auf der Karte gucken, ob wir irgendwo... Stahl haben. ...größere Mengen Stahl haben? Ich weiß noch nicht mal, wie das aussieht. Ja, unten hat es Marmorbrocken. Guck mal hier im Süden, da. Das hier ist zum Beispiel Stahlreste. Ja. Und dann auch Wände. Aber die Wände hier drüben sind aus Schiefer. Hier drüben hat es Golderz. Ja, das würde ich noch nicht abbauen. Na, guck mal, hier haben wir ein Schiffsteil. Aha, und Stahlwände. Und der Hund ist unter mir. Mal wieder. Obwohl er da unten nichts verloren hat. Ja, man hat auch den ganzen Tag geschlafen und jetzt kann man wach sein. Ja, ja schon. Genauso wie Bauteile haben wir. Der Hund. Der Hund. Oh. Verrücktes Alpaka.
Das verrückte Alpaka ist im Nordwesten. So, das heißt, wir schnappen im Endeffekt unseren ganzen Haufen und... Schicken dich voraus, weil du in Schießlaune bist. Vermutlich. Wir treffen uns mal einfach hier oben im... Ich bin jetzt mal so frei und hol deine zwei auch. Ja, bitte. Weil der Hund gerade kurz Aufmerksamkeit braucht. Oh, ja. Das Alpaka ist schon da. Das ging schnell. Tara, auf das Alpaka. Das ging alles ein bisschen zu schnell. Klappt das bei dir? Ich kann gerade nichts tun, ich habe einen Hund auf mir sitzen. Ja, habe ich gemerkt. Du sollst das Alpaka nicht retten, du sollst das Alpaka erschießen. Okay, Alpaka tot. Ich, Chris und Tara sind verletzt. Ja, dann geht mal ins Krankenzimmer. Und ich bin ich blute. Oh Mann, wir haben immer noch nicht genug Strom. Wen von euch drei? Mich als erstes, bitte. Windturbinen, move. Gebiet freigelegt. Wow. Ich habe ein paar Maschinenteile abbauen lassen und jetzt ist ein Block rausgekommen. Way. Okay. Ich bin behandelt. Sehr gut. Du findest Schlafen wichtiger als Arzt sein. Alles gut. Ja, du hattest gerade keinen Hund auf dir sitzen, der sich da in deine Oberschenkel krallt. Das ist vollkommen korrekt. So, was haben wir denn? Nee, Goldbank. Stimmt, ich wollte eine Schrotflinte herstellen. Für wen? Für den Jäger ohne Fernkampfwaffe. Du bist Jäger ohne Fernkampfwaffe? Möglich. Warum hast du keine Waffe? Weiß ich nicht, weil ich wahrscheinlich zusammengebrochen bin und deswegen keine Waffe mehr habe. Dein Revolver liegt im Lager. Ja, aber ich finde gerade hier... Ja, du bist gerade beschäftigt, ich weiß. Ja. Stimmt, und für Chris wollte ich die Schrotflinte herstellen. Okay. Stille. Was hat denn Chris? Eine Prellung. Oh, heul nicht rum. Ja, Tara hat auch Prellungen. Tara hat auch Prellungen. Ich war der blutet und ich bin wieder fit. Ne? Ja, du wurdest auch als erstes behandelt. Nehmt euch mal ein Beispiel an mir. Ja, ja. Okay, jetzt mal. Ich schnapp mir mal den Revolver. Das ist ein guter Plan. Anstatt hier zu behandeln. Ja, das macht er nicht. Das ist okay. Kann ich mich um die Forschung weiter kümmern? Es sind Prellungen, dann kann man das ordentlich tun. So, dann tun wir... Nee, nicht Boden entfernen. Oberfläche glätten. Ich hätte gern einen schönen Forschungsraum. Auch noch Ansprüche hier. Du bist der forscht. Der, die das Forschende. Ja. Dann kann ich ja für dich ja auch einen ordentlichen Raum herstellen, oder? Ich weiß nicht, ob du das kannst. Meine Frau lebt heute gefährlich. Chris kocht. Das ist gut. Tara schläft. Das ist in dem Fall auch gut.
Tara hat immer noch eine Prellung. Tara geht's dafür nur okay. Ah, Tara ist gesund. Jo. Prima. Ich tue noch Wände glätten. Okay, Wände glätten. Und wenn wir die Wände geglättet haben... Haben wir jetzt eigentlich genügend Stahl oder muss ich da noch angeben, dass sie was abbauen? Wir haben noch 32. Das ist ein bisschen wenig. Das heißt, ich muss auf diese Wand aus Stahl draufklicken und dann auf Abreißen gehen? Zum Beispiel. Oder du wählst einfach unten links unter Befehle Abreißen und markierst dann einfach alles. Du meinst bei Architekt unter Befehle? Ja, das habe ich gemeint. Okay, haben wir das? Das heißt, wir können den Forschungstisch da herstellen. Den Stuhl dazu davor stellen. Das heißt, wir haben in unserer Werkstatt ein bisschen mehr Platz. Mhm. Das heißt auch, der Forschungsraum ist groß genug, um nachher später den großen Forschungstisch da reinzukriegen. Okay, was ist da jetzt? Trockenes Gewitter? Ja, trockenes Gewitter ist ein bisschen gefährlich. Nur ein bisschen. Aha. Wind schlagen ein, dann blöd. Ah, okay. Wir haben übrigens Stahl direkt neben der Base, wollte ich gerade einfach mal erwähnen. Deswegen laufen wir da runter, zum das abbauen. Richtig, weil ich das auch nicht gesehen habe. Jetzt lass sie einfach abbauen. Ja. Was weg ist, ist weg. Ach du meine Güte. Mhm. Das ist das Schlimme im trockenen Gewitter. Wenn das irgendwo einschlägt und das Feuer fängt, dann... Dann brennt's. Dann brennt's. Chris Heizung ist kaputt. Ja, deswegen reparierst du die auch. Richtig. Weil ohne die Heizung... Oh nee, es geht. Wir haben 16 Grad draußen. Ja. Und das, obwohl es Winter ist. Ja, wir haben uns aber auch ein Fleckchen ausgesucht, wo es nicht so eiskalt wird. Das meine ich. Ui. Ist noch außerhalb unserer Base. Wir können es aber auch kurz... Feuer. Oh, das ist... Ach du Scheiße. Okay, wir haben mehrere Feuer um die Base rum. Mhm. Und das um die Farm ist eher das Gefährlichere. Ja, dann sollten wir da löschen. Jan, würdest du bitte... Das ist nicht im Heimatgebiet. Unser Heimatgebiet geht... Moment. Wo ist es? Zuweisung? Nein. Ja, aber ich lösche schon. Ja, du löschst nur so viel, wie auch im Heimatgebiet ist. Ich mache mal das Heimatgebiet ein klein wenig größer. Da kommen nämlich die anderen auch zum Löschen. Okay. Weil unser Feld sollte jetzt nicht unbedingt in Flammen aufgehen. Nein, gibt Dinge, die wollen wir nicht haben. Aber Cass ist ja auch nur ein bisschen berechenbar. Ist das übrigens Absicht, dass hier der Mittelteil kein Heimatgebiet ist? Welcher Mittelteil? Ich hab grad, nein. Das ist keine Absicht. Was man auch gleich gucken, ist das hier oben ist auch Heimatgebiet. Mhm. So, unser Feld ist komplett Heimatgebiet, das ist gut. Passiert da mal nichts mehr. Sollen wir das Stück hier wieder verkleinern oder lassen wir das? Ich würde es einfach mal lassen. Im Moment. Hat keiner von uns was abbekommen? Nein. Sehr gut. Das kann nämlich beim Feuer halt doch auch mal passieren. Mhm. Tara, was tust du? Du baust Gebiet an. Dann bau Gebiet an. Das ist okay. Ja, da unten brennt. Solange es nur da brennt und nicht bis zu uns kommt, ist es mir relativ... Die Windturbinen können theoretisch nicht anbrennen, deswegen habe ich nämlich die Betonfläche drumherum gemacht, dass das Feuer nicht bis an die Windturbinen rankommt. In der Hoffnung, dass. Wenn es natürlich unser Kabel erwischt, kann es trotzdem passieren. Ja. Wow, unten links fehlt auch ein Fetzen.
Ja, so kann man Fetzen auch nennen. Oberhalb von uns. Brennt's auch. Brennt's auch. Was liegt denn da eigentlich rum? Eine vergammelte Truthenne. Wenn wir nicht bemerkt haben, dass sie vergammelt. Ja, dann soll sie weiter vergammeln. Was sind denn das für komisch? Ach, das... Ja, okay. Was denn? Die Viecher oben. Die Viecher oben? Welche Viecher? Die Boom-Dinger. Ach, Boomaloops. Ja, da ist ein Steinbock, der ist aber schon skelettiert und... Es wäre ein Feuer in der Nähe der Base. Ja. Und nochmal ein Steingeiß. Verdirbt in 7 Stunden. Wo? Hier oben. Oberhalb von dem Feuerzeugs. Oben rechts. Verdirbt in 6 Stunden. Und vielleicht schaffen wir es ja, bevor er verdorben ist. Dann erlauben wir mal, hm? Hab schon. Wir sollten eher aufpassen, dass uns nicht das Kabel anfackelt. Das ist vollkommen korrekt. Ja, hier ist nachher nicht mehr viel da. Oh, hat schon irgendjemand den... Ah, Lunex hat schon den Steingeist geholt. Ja, das ist okay, dass Lunex das macht. Macht er zumindest etwas Sinnvolles. Hey. Ja. Wenn Lunex schon hier Feuerteufel spielt... Ach so, ja, Lunex kann nicht Feuer löschen, stimmt. Wenn alle anderen Feuer löschen, muss Lunex arbeiten. Ja. Okay, es regnet. Das ist gut. Cass hat Erbarmen? Ein bisschen. Die Frage ist, hat sie Erbarmen mit uns oder mit den Tieren? Das ist eine gute Frage. Aber ich denke eher mit uns. Sicher. Deswegen haben wir ja auch ein Gewitter. Ich traue ihr alles zu. Na komm, geh aus Feuer. Ah, wenigstens laufen unsere Windturbinen mal wieder unter Last. Heißt, dass unsere Batterien sich mal wieder füllen? Füllen. Ja. Ganz links liegen übrigens Schiffteile rum. Sollen wir die mal einsammeln lassen? Ja, das können wir machen. Die stehen aber nur auf Abreißen. Ja, das ist... Die muss man abreißen. Da sind Bauteile okay. Und Stahl drin. Stahl! Nee. So, was wir jetzt auch machen, um unsere People noch viel glücklicher zu machen, als sie ohnehin schon sind. Zwar? Platzieren ein paar Lampen. Hey! Oh, Entschuldigung. Weil Lampen sind, gehen im Regen nämlich nicht kaputt. Mhm. Hier ist übrigens ein toter Hase, der skelettiert. Ja, gut. Der ist auch nur seit 30 Tagen tot. Ja, okay. Warum? Was denn? Warum blitzt es schon wieder? Weil wir ein regnerisches Gewitter haben. Ach. Es wurde nicht nur Regen, es wurde Gewitter. Gewitter! Hey. Nein. Doch. Nein. Deswegen brennt es hier unten auch schon wieder. Wo? Da. Ja, das ist ja gleich wieder gelöscht. Ja, ja, und hier drüben brennt es wieder. Ja, wenn ein Blitz einschlägt, dann... Dann mal hier Pfeu. Und oben haben wir auch. Und unser Feuerteufel freut sich. Besonders, wenn es in der Base einschlägt. Nein, das soll nicht in der Base einschlagen. Hat schon. Oh. Stromkabel beschädigt, Wand ein bisschen beschädigt, Tür beschädigt. Super. Aber durch den Regen ist nichts passiert. Immerhin. Immerhin. Haben wir... Warum haben wir so viele Sandsteinblöcke? Ich habe doch gar nicht so viel in Produktion gegeben. Bist du dir sicher? Ich habe 180 in Produktion gegeben. 162 brauchen wir noch, aber unser Boden ist schon lang fertig. Ja, ich weiß nicht, was du noch im... der Planung hat, dass wir hätten die alten Folgen noch anschauen sollen vorher. Das ist richtig. Aber das heißt, wir können nämlich unsere Wand für die Killbox aus Sandstein machen, denn Sandstein ist stabiler als Marmor. Echt?
Ja, Marmor, du kannst auf eine Wand klicken. Marmor hat... Das macht keinen Sinn. 360 Hitpoints, Sandstein hat 420 Hitpoints. Und dann haben wir unten rechts hast du ja die schwarzen Wände. Schiefer hat 390 zum Beispiel. Und das stärkste, was es gibt, ist, glaube ich, Granit. Ja, Stahl hat nämlich nur 300. Mhm. Oh, keine Granitwände. Anscheinend. Boah, meine Map ohne Granitwände. Oh, was ist das? Das ist auch Stahl. Oh. Ja, aber Granit ist theoretisch das Stärkste. Granit haben wir aber nicht. Von daher, Sandstein. Das ist das Beste, was wir kriegen können. Jo. Ich lass dich mal kurz alleine weiterspielen. Warum? Weil ich kurz in einen anderen Raum muss. Alles klar. Töppisch. Hey! Nächstes Mal setze ich dir den Hund auf den Schoß. Okay. Okay, wir planen dann jetzt Wände. Das heißt, Wand aus Sandstein. Wir machen hier oben komplett zu. Geschütztürmel. Hey. Dann plane ich als nächstes nämlich direkt... Was plane ich als nächstes? Automatiktüren brauchen wir eigentlich nicht. Die sind einfach nur teuer. Löschschaum. Wir bauen aber kaum was aus Holz, daher ist auch Löschschaum eigentlich... Geothermie wäre ein Ding. Rückstoßlader, leichte MP und Pistole. Ja, wir machen als erstes Geothermie. Weil wir haben nämlich hier einen Geysir. Und da unten auch noch einen. Und da oben noch einen. Also wir können uns definitiv mit Geothermie aushelfen. Und brauchen wir auch nicht zwingend die Windturbinen. Wir können komplett über Geothermie arbeiten. Könnten komplett über Geothermie arbeiten. Ist nämlich auch nicht schlimm, wenn wir mehr Strom verbrauchen. Ein Waffenhändler. Und was verhandelt der so? Keine Ahnung. Sollen wir mal schauen? Wer ist unser Sozial... Ich. Ah, okay. Dann geh mal gucken, was der so hat. Wer ist denn da der Obermajo? Der mit dem Fragezeichen. Hä? Da hat einer ein Fragezeichen. Ja. Du Gorillow. Hallo, Andle. Danke. Unterhalte dich mit Gorillow. Tue ich ja schon. Ja. Trading Session. Wir können ihm verkaufen. Unsere Skulpturen. Ja, dann mach. Wir haben nämlich gar nicht so viel Geld. Wir können die ganzen schlechten Waffen, die wir haben, verkaufen. Die sind nämlich... Wow! Der schlechte Knüppel ist 99 Cent wert. Mhm. Und das schlechte Messer 10 Cent. Das ist mega. Hammer. Der Wahnsinn. Sonst kauft er nichts. Und sonst hat er auch nur Nahkampfwaffen. Ja. Ich will eigentlich keine Nahkampfwaffen. Dann nicht. Die Marinerüstung wäre geil. Aber? Die kostet 2.500 Tacken. Wir haben nur 400. Ja, dann nicht. Dann würde ich mal sagen, akzeptieren. Hoch. Gab es wenigstens ein bisschen Geld. Ja. Ich habe übrigens oben die erste Wand in Auftrag gegeben. Hey, Konstruktionsstufe 17. Wollten wir da nicht Türen noch mit reinnehmen? Da will ich eine Tür reinmachen. Mhm. Genauso wie hier. Genau, da wollten wir ja auch einen Durchgang. Aber halt
Türen. Ja. Jan, was tust du? Ah, Schiffsteile abreißen. Okay. Im strömenden Regen. Ja, Dinge, die man im strömenden Regen so macht. Super. Ganz, ganz toll, Jan. Ganz toll. Ja. Absoluter Überprofi, der Typ. Der Wahnsinn. Unsere Batterien sind übrigens wieder fast voll. Forschungsseitig habe ich jetzt Geothermie angestoßen. Okay. Geschütztürme sind erforscht. Gut. Dass wir eben Geothermie haben können. Mhm. Mit anderen Worten, dass wir mittels Geothermie Strom erzeugen können. Richtig, dann können wir nämlich unsere Windturbinen auch abreißen dann, weil auf die haben wir dann, also von denen sind wir dann nicht mehr abhängig. Ja, dann wäre nur die Frage, welchen Geysir wir dafür nutzen wollen. Alle drei, alle vier. Ich meine jetzt als erstes. Vermutlich den im Süden. Weil da liegt schon ein Stromkabel in der Nähe. Ja, okay. Um den müssen wir nämlich dann auch was drumherum bauen, dass der sicher ist. Ja. Aber das ist möglich. Ich Wo wollen wir eigentlich die Killbox hinsetzen? Also abgesehen davon, dass wir es nachher sowieso anders machen werden, aber... Nee, eigentlich nicht, weil das ist so die einzig wirkliche Möglichkeit, die wir haben. Die Killbox würde im Grunde... Da. Mhm. Schön, dass hier unten der Geysir ist. Ja, ich habe eigentlich nicht den gemeint, sondern den. Ja, schon. Aber ja, wir haben auf jeden Fall genug Geysire. Ich muss nur gucken, wie viel Reichweite die Waffen haben. Und das muss halt darauf abgestimmt sein. Und Minigeschütze. Ist diese Killbox lang genug? Ja, ist sie. Die Killbox ist lang genug. Okay. Und da können dann nämlich ganz viele Geschütztürme rein. Und was, wo wir schießen können, also zumindest die schießen können. Das können ja auch nicht alle. Und dann, ja. Hey, du bist bei Fernkampf inzwischen bei 13. Ja, mein Fernkampf ist, glaube ich, ganz gut. Ja, meiner ist bei 9,9. Meine Konstruktion ist richtig gut, die ist mittlerweile bei 17. Wir haben einen Sprengstoffexperten da mit dabei. Mhm. Und Chris' Fernkampf ist bei 3. Ja, deswegen will ich für Chris ja eine Schrotflinte, weil da muss er nicht so gut zielen können. Und Lunex hat 0,04. Das sollte vielleicht das... Lunex ist ja auch unser Nachkämpfer. Richtig, das sollte den Fernkampf besser sein lassen. Richtig. Tara ist mit Fernkampf... Bei 4. 4, ja. Und bei Nahkampf bei 11. Ja, Tara ist auch Nahkämpfer. Ja. In Tür. Also bei mir auf der Arbeit steht irgendwo dran, dass nicht gegendert wird, weil das Maskulin deutlich einfacher zu lesen ist und deswegen das gleich gilt. Und sich keiner dadurch entsprechend eingeschränkt fühlen soll. Hm. Und dann kommen zwei E-Mails später eine E-Mail, die komplett gegendert ist. Ja. Also ich finde, ganz im Ernst, Lesefluss stört's nicht. Das ist, man liest im Kopf so schnell, ist Quark. Ja. Und selbst beim Sprechen, wenn man sich dran gewöhnt hat, geht's. Das Ding ist, hier in RimWorld, guckt oben die Figuren an. Das sind alles, die sehen alle gleich aus. Korrekt. Und vor allem, haben wir in der Community nicht so viele Frauen, dass ich jeder Frau Namen geben könnte? Also aktiven Zuschauer-Community. Ja, okay. Und von den Patreons wird es dann noch schwieriger, ja. Alles Männer. Ich darf ja nicht. Das hat nie jemand gesagt. Ja, aber deine Begeisterung war nicht so groß, als ich es mal angedeutet habe. Das musst du wissen. Hier hat Stahlschrott. Wo? Hier oben. Oberhalb von unserem Feld. Ich habe mal gegeben, dass man den wegtragen soll. Den können wir noch nicht verarbeiten.
Stahlschrott brauchen wir eine Schmelze dafür. Dann lasse ich ihn liegen. Wieso haben wir eigentlich keine Schmelze? Weil wir die noch nicht erforscht haben. Weil du Geothermie wichtiger fandest? Nee, wir haben einen Schmelzofen. Den haben wir nur noch nicht gebaut. Weil wir keinen Platz hatten. Wir haben Platz. Hatten wir vorher nicht. Ich mach den jetzt. Ja, ist okay. Und dann mache ich auch noch Stühle an die restlichen Arbeitsplätze ran. Wir haben übrigens Frühling. What? Ja. Okay, wir hatten ja keinen richtigen Winter. Wie sieht's denn produktionszeitig aus? Wir haben mittlerweile 360 Sandsteinblöcke. Ja, jetzt lasse ich eins nach dem anderen bauen, weil wir haben, glaube ich, nach wie vor nur einen Konstrukteur. Ich meine, ja. Moment. Ey, Chris ist auch Konstrukteur mit einem Skill von 4. Ja. Und ich habe halt den Skill von 17. Ja, deswegen läuft bei dir das Ganze auch. Bin ich auch der Bauer. Außerdem ist Chris ja unser Koch. Richtig. Chris hat mittlerweile Kochen 9,5. Ja, und du nächst Bergbau 12. Im Gegensatz zu mir. Bergbau 12 ist schon ordentlich, ja. So, wir machen jetzt übrigens oben Marmortüren rein. Mhm. Klingt bescheuert. Ist aber so. Ich mache die jetzt 3 dick, da wo die Tür drin ist. Okay. Die mache ich komplett aus Marmor hier oben. Mhm. So, weil dann können die sich nämlich aussuchen, wo sie in die Base reinkommen und merken dann hier unten, weil hier unten lassen wir offen den Eingang zur Killbox. Okay. Genauso wie hier eine Tür. Dann wissen die, oh, hier gibt's einen Pfad, da müssen wir nichts kaputt machen. Da ist es einfacher durchzukommen, richtig, meinst du? Ja, okay. Man muss nur wissen, wie. Ja, ja, weil Cass da ja auch so... Tatsächlich, das funktioniert meistens. Meistens. Wie geht's eigentlich? Denen geht's eigentlich allen ziemlich gut. Mhm. Wir sind bisher sehr gut im Managen dieser Kolonie. Du bist sehr gut im Managen dieser Kolonie, weil ich mache ja nicht wirklich viel. Wir. Wenn du meinst. Du kümmerst dich um deine Charaktere. Mhm. Gott sei Dank sehen die Zuschauer nicht, wie viel ich mich wirklich darum kümmere. Dann musst du dich halt mal mehr darum kümmern. Was tue ich doch? Ach, echt? Nur weil du manchmal schneller bist, kann ich doch nichts dafür. Ich schnell. Ja, angeblich. Entschuldigung. Sollen wir eigentlich in diesem Handwerkerraum auch mal einen Boden reinlegen? Hm. Das könnte man tun, aber keinen hübschen. Das zum Arbeiten da, der braucht nicht hübsch sein. Theoretisch könnte man auch die Laufwege mal irgendwann auskleiden. Ja, das könnte man irgendwann mal machen. Mach halt mal einen Boden in den Werkstattraum ein. Und was darf ich dafür welche nehmen? Entweder nimmst du die... Ne? Wo sind denn die Böden? Böden? Entweder nimmst du Platten oder Fliesen, aber ich würde in dem Fall fast Fliesen nehmen, weil sie halt hübscher sind und gleich viel kosten. Und nimmst du halt Marmor oder so. Marmor nehmen wir verwendet normalerweise eh nicht. Mhm. Kannst du Marmor verbraten. Dann verbrate ich mal Marmor in unserem Handwerksraum. Ja. Mach das. Und ich mach so lange hier drüben einfach 3 Türen rein. Mhm.
Ach, du hast da unten auch Boden gelegt. Ja. Ja, ist okay. Und wir haben angeblich zu wenig Marmor auf Lager. Ja, wir haben auch nicht mehr viel. Wir sollten dann wieder Marmor machen. Chris macht aber im Moment noch Sandsteine. Ja. Noch 147. Wir können die auch mal pausieren. Ja, wir haben hier unten sowieso Marmor. Den könnten wir ja auch abbauen lassen. Ich würde es die Losen nehmen, weil unten im Süden, da wo die Windturbinen sind, die ganzen Weißen, das ist alles Marmor. Ja, dann sag mal, dass mit dem soll. Ja, ich habe gesagt, er soll jetzt Marmor machen. Macht er schon. Gut. Dann wird das mal richtig hübsch. Warum habe ich in meinem Forschungsraum Stahlschrott liegen? Da war vorher die Abfallzone. Und das kommt halt in die Abfallzone rein und deswegen ist es ein bisschen hm. Mhm. Aber sobald wir den Schmelzofen haben, für den wir übrigens nicht mal genug Stahl haben. Wo zum Teufel soll dieser bewegungsunfähige Flüchtling sein? Was für ein bewegungsunfähiger Flüchtling? Die Quest, die wir gerade bekommen haben. Die ist dann auf der Weltkarte. Ich würde mal sagen, ich schmeiße in den Müll. Einfach lassen. Ja, okay. Vielleicht irgendwann kommen wir zu einem Punkt, dann machen wir auch mal Quests. Dann zeige ich dir das auch. Ja, ja. Willst du Lunex mal Stahl machen schicken? Also, wenn er geschlafen hat. Weil wir haben echt keinen mehr. Ich muss mich schon um Wände kümmern. Willst du die Wände oberhalb von unserem Lager eigentlich auch noch nachdicken? Du meinst die da? Ja. Ja, schon noch. Aber nicht jetzt. Weil das ist rohes Gestein. Rohes Gestein ist nochmal ein bisschen anders als Wand, soweit ich weiß. Aber wenn, dann mache ich hier innen was dran. Wäre auch die Überlegung, hier auf der Innenseite nochmal dicker zu machen. Ja. Also zu verstärken. Mir haben die Worte gefehlt. Ja, hier Dings. Genau. Das ist immer richtig. Vielleicht. Ja, ich gebe mal ein paar Bäume hin. Wir haben nämlich kein Holz mehr. Und Holz benötigen wir für Türen und so. Für alles. Ja, nicht so. Aber wir brauchen auf jeden Fall Stahl für den Schmelzofen, um mehr Stahl machen zu können. Wir haben doch schon Stahlschrott hier. Ja, Stahlschrott, aber kein Stahl. Wir brauchen aber Stahl, um den Schmelzofen zu bauen. Ach so. Und wir haben nur noch 17 Stahl und wir brauchen 170. Und das weiß ich, weil... Du auf den Schmelzofen klickst und dann steht das da unten links. Ah, okay. Wo haben wir denn Stahl? Heißt das, er muss Wand aus Stahl abreißen? Entweder das oder Stahl. Lunex kann halt wahnsinnig gut Bergbau. Ja. Dann kannst du ihn auch das hier unten abbauen lassen. Also unten rechts von der Base. Da. Da. Ja, okay. Einfach mal Stärken ausnutzen und so. Wie viel da? Einfach mal machen. So? Ja, so. Dann siehst du, wie schnell das bei Lunex geht. Deswegen wäre es dämlich, wenn wir es jemand anderen machen lassen. Ja, schon. Und dann kann Tara tragen? Zum Beispiel. Oder war Lunex unser? Lunex trägt sonst auch, aber die teilen sich das schon auf. Ja, nur Chris will nicht. Ja, Chris ist halt, ne? Chris glaubt, sie ist was Besseres. Ja, ja. Deswegen ist er bei Bergbau bei 7,25. Das kann sie auch, ja. Deswegen hilft sie ja auch. Kochentiere, Bergbau. Das kann sie. Ja. Hey, unsere Werkstatt hat einen Boden. Wuppidi, wuppidi, wuppidi. Und du bist intellektuell Stufe 13. Ja. Ah, jetzt kann ich eigentlich mal die Stühle herstellen. Warum machst du eigentlich keine Schrotflinte? Weil wir keinen Stahl haben. I see. Vielleicht liegt es daran. Wir haben jetzt schöne Stühle gemacht. Stuhl aus Holz, exzellent.
Titel Jans Rhythmus. Oh, das war's lösen. Dieses Möbelstück enthält Darstellungen von Jan van Pommes, wie er über einen Hufeisenstab verharrt und seinen nächsten Zug plant. Jan ist der Höhepunkt der Szene. Diese Zeichnung berichtet von dem Ereignis am 11. August 5500, als sich Jan beim Spiel an einen Hufeisenstab entspannt. Wow. Das ist auch nicht selbstverliebt oder so. Nee. Sollen wir eigentlich unseren Gefrierschrank oder unser Gefrierlager da auch einen Boden reinlegen? Eigentlich unnötig. Sicher? Das ist voll unnötig. Ja, okay. Und die Laufwege außerhalb? Würde ich noch langsam tun. Zumachen und Killbox finde ich wichtiger. Falls wir, weil es ist zu lange zu wenig passiert. Du meinst Cass. Genau, es ist zu lange zu wenig passiert. Gibt es eigentlich einen Grund, warum du auf der einen Seite die Türen aus Marmor gemacht hast und auf der anderen Seite die Türen aus Holz? Ja. Wir müssen da öfter raus, weil wir zum Feld müssen und Holztüren öffnen sich deutlich schneller als Marmortüren. Okay. Deswegen habe ich die Holztüren dahin gemacht. Ja, okay. Ich habe hier, ne? Ja, ich habe ja nur gefragt. Gehirne und so. Mhm. Nämlich. Oh mein Gott. Ich mache gleich den Schmelzofen. Ja. Endlich. Baustelle. Baustelle. Ja, mit Baustellen kennst du dich ja aus. Das ist vollkommen korrekt. Bam. Fertig. Schmelzofen. Und an dem Schmelzofen Aufgaben: Stahlschrott einschmelzen. Details? Nicht Details, sondern wiederhole für immer. Unsere Werkstatt ist halbwegs imposant. Echt? Haus geschafft? Ja, nice. Es ist ja unglaublich. Ich mache endlich eine Schrotflinte. Weh. Wie lang warte ich jetzt schon auf die? Ich weiß es nicht. Lang. Ja. Unsere Küche ist mittelmäßig. Genau. Da könnte man noch was machen. Entschuldigung, wenn ihr die Sirenen im Hintergrund hört. Könnte man da noch was machen? Achso, unsere Skulpturen habe ich verkauft. Ja. Stimmt. Taras Raum ist gut. Übrigens ist die Kommode bei Tara meisterlich. Ich weiß. Die hatten wir da reingestellt. Weil Tara ja so ein Pessimist ist. Ja. Und jetzt habe ich einen Hund hinter mir stehen. So gehört sich das. Ja, ja. Und wie? Ich bin echt am Überlegen, ob wir draußen, was wir draußen für einen Boden legen. Aber ich würde fast sagen, wenn wir dann soweit sind, wir sind noch nicht so weit, keine Fliesen, sondern Platten, weil die sich halt schneller verlegen lassen. Mhm. Aber mal gucken, was für welche. Ja, hat ja noch ein bisschen Zeit. Oder wir legen Stroh. Nein, du bist übrigens nicht mehr im Schieß raus. Schieß raus? Ja. Dann schieße ich halt rein. Nein. Nein. Ah, Lunex ist immer noch im Stahl wegräumen. Okay. Es läuft. Es läuft. Mhm. Also im Ernst. Verschrei's nicht. Tu ich nicht. Trombos. Was? Seltene Trombos. Die sind voll schön. Männliches Trombo. 139 Jahre alt. Und zwei Tage. Und das andere ist 57. 139 Jahre. In der Nähe sei ein Raumschiff abgestürzt. Also oberhalb von unserer Base. Echt? Mhm. Guckst du da? Ah, tatsächlich. Raumschiffstück. So, wie viel haben wir? Wir haben mittlerweile 460 Sandsteinblöcke. Ja. Dann planen wir mal noch die Sandsteinwand. Machen wir die Wand 2 oder 3 dick? Ich denke, 2 reicht.
Ja, ich mach da Holztüren rein. Ja, oben hast du ja drei Türen, von dem her würden Angreifer vermutlich so, unten bevorzugen. Wir machen da keine Türen rein. Aber hey, dann haben wir ein bisschen Schmutz, Schutz. Ja, yeah, du bist mal so ein Schmutz. Gar nicht. Sich über meine Versprecher lustig machen, aber wenn ich dann da mich heitern möchte dran, dann dreht man es wieder um. Ja. Nett. Ganz genau so. Nein. Dann haben wir zu unten. Also bis auf den kleinen Durchgang halt. Ja. Ich bin am Überlegen, ob wir Türen reinmachen und die dann einfach offen halten. Könnten wir auch. Dass wir im Notfall halt Türen haben. Du meinst, wenn irgendwelche komischen, wild gewordenen Tiere ankommen? Zum Beispiel. Dann können wir einfach auch in der Base warten, bis sie sich beruhigt haben. Zum Beispiel. Jan. Das war dämlich. Das war jetzt ein bisschen doof, Junge. Ah, sperrt der Kerl sich Intellent echt und so. Das ist so. Ich bin ja der beste Konstrukteur, ne? Ich bin ja absolut glücklich und so. Intellent. Aber das krieg ich. Soll ich da jetzt was dazu sagen? Nein. Gut. Gut. Dann würde ich sagen. Ich habe übrigens starke Schmerzen. Geh zum Arzt. Das funktioniert da nicht. Achso, stimmt. Du bist der Arzt. Richtig. Und dann würde ich sagen, bedanken wir uns fürs Zusehen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Und dann bis zum nächsten Mal. Haut rein. Macht's gut. Tschüss. Und ciao.